Unten. Unten. Rechts. Unten. Rechts, ja, gerade eben unten. Ja. Was ist das denn für einer? Außerdem hat das ja gar nichts mit Aufmerksamkeit. Was ist das hier für eine Gegend? Das wusste ich ja schon. Ja, den kenne ich, aber den Typen nicht. Mörderton sieht wirklich cool in dem Kleid aus. Es gibt mir das Gefühl, dass ich auch eins tragen könnte. Du machst das, Löwe. Immer weiter so. Nee, das schaffst du nicht. Mörderton ist halt einfach glamouröser. Das ist wahr, aber nimm ihm nicht die Illusion. Er soll glücklich werden. Ich will die Leute nicht anlügen. Und hier unten komme ich jetzt schneller zu dem Boot. Ah, nee, rechts, rechts. Sorry. Rechts und dann unten. Okay. Hab ich vertan. Wir können auch theoretisch noch zu den Tammys schauen und ihnen dann alte Ausrüstungen verkaufen. Und mir sagen lassen, dass die einiges wert sind. Wer ist der kleine Typ eigentlich? Ja, mit dem haben wir schon geredet. Der war komplett uninteressant. Der hat gesagt, der ist super heiß oder so. Nee, mit dem haben wir nicht geredet. Doch. Okay. Und du willst also sagen, dass du so aufmerksam bist? Ich meine, wir haben mit dem nicht geredet. Ich kann ja sagen, dass wir mit dem geredet haben. Ja, haben Nein, wir. Haben wir nicht. Doch, haben wir. Okay. Wir werden auch nochmal mit ihm reden. Ja, wir könnten ja nochmal mit ihm reden, dann weiß ich da auch, ich so, denn ob wir schon mal mit ihm gesprochen haben, hä? Ich hab einfach du, ein aufmerksamer Typ. Das hat dich echt getriggert, dass ich das gesagt habe. Habe ich recht? Das Wasser ist heute sehr feucht, Johnny. Habe ich recht? Das willst du gar nicht wissen. Doch. Johnny, was würdest du sagen auf einer Feuchtigkeitsskala von 1 bis 12? Wie feucht ist das Wasser heute? 10. 10. Wow. Warum sind wir hier? Warte, geh zum Schneemann. Ja. Ich kann jetzt aber nicht. Ja, ich muss jetzt nach Waterfall fahren. Als ob. Du würdest bestimmt sowas wie B oder so drücken können. Du weißt, dass B in dem Spiel A ist. Und ich hab A doch gesagt, C. Sowas wie B. Ein bisschen mitdenken, mein Freund. Ja, wenn ich B drücke, dann ist das so, als würde ich in anderen Spielen A drücken. Ah, ich habe versucht, das zu canceln und das ging nicht. Okay. Vielleicht hätte ich noch, ich hätte vielleicht andere Knöpfe mal durchdrücken können, dann dachte ich mir, es ist nicht wert. Das Boot sieht aus wie ein Hund. Du bist ein Hund. Ein wilder Hund. Hund. Geh so, mir jetzt ich weiß, was uns erwartet, deswegen. Kannst du nicht. Wir gehen zu den Ladies. Oh! Hallo. Hey, Blug. Hatte der beim letzten Mal auch schon eine Schnecke da oben drauf? Ja. Der Grüne? Das ist sein neues Haus, das Schneckenhaus. Ich bin vielleicht doch nicht so aufmerksam wie gedacht. Nein, bist du nicht. Okay. Abgeschlossen. Benutzt den Key mal. Ja. Mystery Key. Da setzt sie er ist zu verborgen, um an deinen Anhänger zu passen. Er ist ziemlich geheim. Benutze Mystery Key. Die Tür des roten Hauses wurde geöffnet. Oh mein Gott, der Schlüssel verschwand. Kennt man. Luigi's Mansion. Ha. Diaries! Durchfall. Nicht zu verwechseln mit Diarrhea. Liebes Tagebuch. Sharon's Schwester ist vor kurzem gefallen. Das ist traurig. Ohne ihre Schwester, die für sie spricht, ist sie noch viel zurückhaltender geworden. Also ging ich zu ihr und sagte ihr... Müssten das nicht wir sprechen? Dass sie, Bluki und ich erstmal zusammen auftreten sollten. Bluki? Napster Blug. Napster Blug! Ihr hat die Idee gefallen. Liebes Tagebuch, ich mag es, ein neues Tagebuch für jeden Eintrag anzufangen. Ich mag es, Tagebücher zu sammeln. Liebes Tagebuch. Liebstes Tagebuch. Unser Cousin hat die Farm verlassen, um eine Attrappe zu werden. Oh, den haben wir getroffen. Was? Dann bleiben nur Bluki und ich. Wer bist du? Napster Blug. Ey, ich weiß, wer Bluki ist, aber die Person, die den Tagebücher geschrieben hat, wer ist das? Mein Satz war noch nicht zu Ende. Napster Blug und hat dann wohl noch irgendwie einen Bruder oder sowas. Sieht mir eher nach einer Schwester aus. Nein. Bluki hat mich gefragt, ob ich auch körperlich werden möchte. Wie die Attrappe. Ach so, Körper, ja. Oh, das ist ja gleichgültig. Komm schon, Bluki. Wollte nur so, weiß ich, lass dich nicht im Stich. Ist mir schon klar, aber trotzdem. Und außerdem will ich sowieso nie den Körper finden, den ich finden möchte. Liebes Tagebuch, ich habe jemand Interessanten gefunden. Oh Gott. Letzte Woche habe ich eine Werbung für einen Menschen-Fanclub geschrieben. Heute war unser erstes Treffen. Nur eine Person kam, ich wundere mich, wer.
Ehrlich gesagt ist sie ein Trottel. Sie ist von diesen furchtbaren Cartoons besessen. Oh. Mhm. Aber sie war auch ein wenig witzig. Nein. Ich möchte sie wiedersehen. Oh. Elfes, oder? Oh. Liebes Tagebuch. Die Tagebuchsammlung geht fabelhaft voran. Ich habe jetzt 5 Stück. Ja. Liebes Tagebuch. Sie hat mich heute mit etwas Besonderem überrascht. Zeichnungen eines Körpers, den sie für mich bauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Eine Form, meine wildesten Fantasien übersteigt. Eine Form, in der ich endlich wie ich selbst fühlen kann. So wie ich jetzt bin. Kann ich einfach kein Star werden. Entschuldige, Bluki. Meine Träume warten nicht für jeden. Oh mein also Gott. Also ihr wisst, wer das ist, warte der hier mal. Lebt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, was würdest du sagen, Johnny? Undyne. Was? Wie kommst du auf den? Ja, wie kommst du jetzt auf Undyne? Das wüsste ich jetzt auch gerne den Gedanken. Nein, ich meinte Tagebücher Undyne und dann wurde da hat der Geist irgendwie. Na, okay, nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, zuerst habe ich an den Roboter gedacht, aber das ist doch kacke. Nein, das ist richtig. Ja, das ist was sonst? Es wurde doch vorhin sogar. Doof. Die Ladies haben uns doch sogar gesagt, dass der Roboter aus irgendeinem Grund eine Seele hat. Ja, aber. Ich dachte das gerade zuerst, aber dann dachte ich, irgendwie ist das zu nett geschrieben, als dass das so ein Arschloch werden könnte. Sie wird ja besessen, sie ist ja besessen quasi. Also, keine Sorge, als ich Oh mein Gott gesagt habe, habe ich auch an den Roboter gedacht. Na, auf jeden Fall ist es Metatron. Und Metatron und Napsabluke sind eigentlich enge Freunde. Ach ja, Metatron. Und Napsabluke ist ziemlich traurig geworden, als Metatron gegangen ist. Napsabluke ist aber ziemlich mit sich und seinem Boss beschäftigt. Ist das Gleiche. Ich arbeite weiter an einer Mix-CD. Okay, arbeite noch an seinem Mixtape. Gute Musik. Ich dachte halt kurz an deinen, weil sie dann danach immer noch ein gutes Verhältnis gehabt hätten, Elfis und die Seele. Aber das macht keinen Sinn, weil an deinen ist halt irgendwie. Ah, und hier unten. Oh, ich sehe gerade, hier unten war sogar dann die Attrappe da. Ja, genau. Das würde halt echt keinen Sinn machen, wenn an deinen. Ja, nee. Wenn der Körper, ja, wenn der Körper von Elfis gebaut werden würde. Ja, schauen wir erstmal zum Schneemann. Danach gehen wir nochmal ins Tammydorf. Okay. Und dann versuchen wir ein bisschen Ausrüstung zu verkaufen und schauen, wie viel Geld wir dafür bekommen. Und was haben wir erlebt? Wir haben sehr viel erlebt. Ich glaube, der Schneemann spürt das auch. Was, ein Spiel, das man mit einem Hund spielen kann? Vielleicht für einen Freund. Ich glaube, er will sein Boot bespaßen. Oh ja, stimmt. Sein Boot ist sein Hund. Ja. Ich frage für einen Freund. Nicht der Leuenkönig, sondern der Lupienkönig. Ha. Da fand sich der Johnny clever. Habt ihr es gehört? Er hat ha gesagt. Das habe ich gehört, ja. Der Schneemann war doch da weiter links, oder? Der war. Ja, der war eine ganze Ecke, glaube ich, links. Ich dachte, wir waren nur kurz aus der Stadt raus. Komm in Snowden, hallo! Und jetzt, wenn wir aus der Stadt raus jetzt sind, oben. Ist da erstmal die Brücke. Ach so. Dann ist da nochmal, glaube ich, ich weiß nicht, ob die ganzen Rätsel stimmt, noch davor die kommen. Rätsel. Das ist echt weit weg eigentlich. Ich will zum Schneemann schauen. Okay, mach das. Ich will auch zum Schneemann schauen. Ich würde gerne ein Tutorial schauen. Ich kenne einen Vater, glaube ich. Wir leben alle in den Wäldern, niemand kann uns etwas vorschreiben. Jetzt ignoriert uns jeder. Nee, ist er nicht. Wenn keine Freiheit mehr, wenn es niemand mehr beobachtet. Nein, der sah genauso der aus sah, wie der ja, ich weiß. Aber der kam nur im Kampf sein. Vor, glaube ich. Ja, ich erinnere mich noch. Ich dachte, er wäre wie auch immer. Warte mal. Die Musik hier war so cool. Ja, er rutscht hier übrigens rüber. Ach so. Was ist... Was ist da unten? Nachher, da waren wir nicht, ne? Oh. Ii. Hallo, ihr Freaks. Ey, Leute, es gibt eine Tradition, die auf mein Leid basiert! Was? Ja, in Snowden sagen die, ja, es war mal üblich, dass man so ein Rehmonster das Geweih davon beschmückt hat. Aber das wollte es irgendwann nicht mehr und dann haben sie Bäume beschmückt stattdessen. Ach so. Alter, ja. Das ist eine fucking Höhle. Das ist Dieb. Was? Also die Höhle. Die Gegend hier kennt... Was ja, hier ist das hier? Nicht. Ey, das ist das Symbol. Tür. Wie hieß das nochmal? Pulli, wie hieß das Symbol? Das ist das königliche Wappen. Nein, die Ultrarune oder so. Ach so, ja, was?
Keine Ahnung. Ha. Bin mir nicht mehr sicher, wann es sich öffnet, aber ich glaube. Delta-Rune. Ah, Delta-Rune, okay. Was glaubst du, wann sich es öffnet? Na, ich glaube, ich würde dann Bescheid sagen, wenn ich meine, sie ist offen. Okay. Ich hatte keine Ahnung, dass die Tür überhaupt existiert. Können wir da jetzt irgendwie nicht rüber? Oder ja, kann man sein, dass gehen? Die Tür uns nichts bringt. Ach ja, die Rätsel sind jetzt scheißegal. Ach ja, die Hunde. Mhm. Das war die beste Folge von allen. Ja. Erinnert ihr euch noch? Ich erinnere mich. War eine gute Folge. Mhm. Die war lang. Genau wie der Hals. Da. Ey, da ist er ja. Der war doch nicht nur im Kampf. Oh, wir Jugendlichen ernähren uns zu Genüge in Saus und Braus. Oh, und von den Lunchboxen, die uns unsere Eltern mitgeben. An denen kann ich mich doch nicht erinnern. Ah, sie ernähren die sich von Saus und Braus. Die standen ja auch nicht draußen, sondern die waren alle im Kampf. Auch das Reh wäre okay, im gut. Kampf gewesen. Aber wenn du ein Gebiet abschließt und dann nochmal später zurückkommst, kann es sein, dass es hier gar keinen Random Encounter mehr gibt. Nee, weil die ganzen Gegner stehen ja einfach so rum. Oh, das ist ziemlich cool. Ich hatte keine Ahnung. Naja, jetzt habe ich es verstanden. Ey, auf, über meinen Hut nachzudenken. Ach, der war ich an meinen Hut? Kannst du bitte? Haben wir hier auch noch einen Hund irgendwo? Oh. Nee. Oh. Fragt sich, ob du seinen Hut ansiehst. Ich starr ihn an, Alter. Ist kalt und klebt am Tisch. Ja. Manche Dinge die Maus ändern hat sich ihn nie. Immer noch nicht gegessen. Ach ja, die Monster Kids Wortsuche. Hey Kinder, könnt ihr bei der Lösung helfen? Nein. Da war Tetris. Ist da sonst noch weiter links noch was? Nee. Nee. An sich auch oben ganz cool, mal wieder zurückzukommen. Ja, der war da oben. Oder noch nee, nicht. Gibt's hier, ja öfter. Ohohoho. Wir Kinder herrschen über diese Welt mit unseren kleinen Fäusten. Okay. Was ist das für ein komischer Satz von jemandem, der nicht mal Hände hat? Ey, weiß ich. Johnny, das ist das Letzte, dass er sich ein Kind so. Nennt. Ja, das ist auch. So. Jetzt sind wir gleich da. Da ist der Schneemann. War der schon hier? Ja. Wie geht es mir? Mit mir meine ich das Stück, das ich dir gab. Ja, das war's. Schneemann-Teil halt 45 KP. Bitte trage es bis ans Ende der Welt. Er will es nicht mehr wieder haben, oder? Nee, natürlich nicht. Das war's wert. Aber wir können, wenn wir eh schon mal hier sind, können wir schauen, ich... Wo ist der Hund? Der Laden kaputt. Ich bin von zu Hause weggerannt. Warum? Weil mein Vater so kalt so... Da ist er! Alter! Was? Das ist ein Witz? Lache! Oh. Okay. Ich fand's gut. Hä, wie witzig, dass wir die jetzt alle, so richtig viele davon auf einmal gesehen haben. Sei Boden fixiert, lange mich zu sein holen. Mir ist nur ein Foto eines komischen Monsters angehängt. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Nun schließt dich nicht an. Okay, hat sich nichts geändert. Okay, können wir wieder weitergehen. Das wird ein langer Weg. Ich dachte, du gehst Tutorial. Was, Toriel? Nein, wir gehen nicht zu Toriel. Oh, ach nee, das hatten wir schon geklärt mit dem Namen Toriel, oder? Dass es von Tutorial kommt, ja. Ja, okay. Was mir gerade wieder auffallen ist, ich dachte mir, oh, deswegen ist es so. Und dachte ich, ey, und dann hat dein Gehirn gesagt, warte mal. Ja. Da war doch was. Ja. Okay, das wird in der Geschichte sehr oft erzählt. Ja. Ja. Zum Beispiel, wenn ihr den Witz einfach nicht sterben lassen wollt. Ich glaube, das kommt bei uns allen drei manchmal vor, dass wir die Bananen erzählen und die anderen sagen, ja, ich weiß. Oder die Baumfabrik. Das ist keine Story. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Das stimmt. Ja. Sind es sonst noch Gegner, wo ihr ab jetzt die Gegner einfach so rumstehen? Alle. Waterfall meine ich noch nicht. Das kann bei Waterfall auch so dazu kommen, dass die Gegner einfach nur rumstehen? Überall. Aber ab einem gewissen Punkt kann ich ja auch sagen, da kannst du nochmal überall rumlaufen, wenn du möchtest. Okay, ist relativ interessant. Ja. Wie gesagt, den Pacifist Running, den wir gerade machen, den kenne ich ja auch nicht. Und dieser Punkt, dass man einfach so herumlaufen kann, so wirklich, den gab es, glaube ich, im neutralen Run nicht wirklich. Nö. Was zum Fix soll. Das war ja, ein Herr Sans. Jeder trägt Hüte, sollte etwas anderes tragen. Ice Jeans, das sieht einfach nicht so toll. Ich mag Ice Jeans. Klingt lecker. Du sollst sie nicht essen. Apropos, ich habe mir heute Eis gekauft. Hey, du bist nicht sein Boss.
kann wusstet ihr, dass es Magnum in solchen, in so, wie soll ich sagen, in so Bechern zu kaufen gibt, wie Ben & Jerry's und sowas? Das gibt's auch von Magnum. Das wusste ich nicht. Hab ich heute gesehen, ich dachte mir, Alter, ich habe überlegt, ob ich es kaufen soll, aber dann habe ich mich für die guten alten, oh Gott, so diese mit den zwei Waffeln aus drum quasi, und der Spitze dann noch so das Vanilleeis von Schokolade umhüllt. Alter, ich habe halt echt Hunger. Hör auf. Könntest du es bitte lassen? Wir sind gerade in der Eis... Vor allem habe ich... Was? Nein, auf bärtige Männer. Unter der Brücke ist eine Kamera. Was? Ach, das ist, weil ich auch bei B gedrückt habe. Okay. Ich dachte gerade, die Meldung wäre einfach so, gekommen beim Vorbeilaufen. Alphys hat dich doch beobachtet. Natürlich sind überall Kameras. Oh, ja, stimmt! Oh mein Gott! Aber entdeckt man die auch noch woanders? Nö, hätten wir die nicht ganze Zeit über da entdecken können, die Kamera? Ganz am Anfang war doch so ein Busch, den du angesprochen hast. Da ist eine Kamera und jemand meinte so... Stimmt. Das finde ich nicht so cool. Ja. Ja, wer hat euch beobachtet? Alter. Warte mal, da will ich hoch. Theoretisch können wir das ganze Abenteuer gerade nur deswegen erleben. Nein, keine Ahnung. Der Hund. Habt ihr inzwischen was gespielt? Ich bin noch zu den Tammys, wenn wir schon mal unterwegs sind hier. Habt ihr Spaß gehabt, Jungs, während wir weg waren? Sag doch mal, hä? War okay. Weißt du, was meine Liebsten, ich hörte erst gerade deine Lieblingsmahlzeit. Oh, weißt du? Ja. Er hat ein Lieblingsessen. Oh, was? Asgore, wirklich? Cool! Alter, Junge. Was ist dein Lieblingsessen? Aber das Lieblingsessen, das hast du verkackt. Ja, das war der Kuchen. Ja. So, hier, warte, hier greifen mich die Gegner jetzt an, oder? Mal ohne Witz. Hier greifen mich die Gegner noch an, Fully, oder? Was? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir zum Tammydorf. Wenn sie mich angreifen würden, hätte ich gesagt, dann machen wir es später. Habt ihr ein Lieblingsessen? Ja. Es gibt eigentlich viele. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Warum? Weil was steht so aus? Sachen. Weil ich denke, eins der Lieblingsessen, die man hat, ist immer eine Sache, die es bei einem zu Hause immer oft zum Essen gibt. Ja. Das wäre bei mir Spaghetti Bolognese. Das war's, was bei ich mir sehr gerne mag. Mal auch, ja. Voll Standard. Ja. Und zum anderen... Ich mag halt Königsberger Klopse echt gern, wenn mein Vater sie macht. Ja, das ist auch wieder die Sache. Und was, das sind eigentlich zwei Kategorien, das was zu Hause gab und ansonsten oder gibt, wie auch immer. Und dann, was ich ansonsten... Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich so ein Lieblingsessen zum Beispiel. Wenn ich jetzt einen richtig guten Döner hätte, würde ich auf keinen Fall Nein sagen. Ja, ja, halt stimmt. Die Schnauze! Hier das liegt stimmt. Neben mir einer! Oh, lol. Yay! Da bittet man ihm, dass er aufhören soll, über Essen zu reden und dann... Oh, richtig guter Döner! Das war ich. Ich hab weitergemacht. Ich hab grad so sehr Hunger, dass ich es eigentlich ganz nett finde, darüber zu reden. Ja, und der Döner, der lächelt mich an und sagt sich so... Ich hab's auch nie verstanden, wenn ich pinkeln musste, dann hat es nie irgendwie das verschlimmert, wenn irgendjemand darüber geredet hat zu pinkeln. Das halte ich für so ein Gerücht zum Beispiel. Ja. Wenn man dann so... Denk nicht an Wasserfälle. Nein. Ja, das ist so. Ja, das warum soll das... Nicht. Das bewirkt nicht, dass ich pinkeln muss, nicht wirklich. Nein, überhaupt nicht. Ich assoziiere Pinkeln allerhöchstens, das funktioniert wirklich, wenn ich mal in irgendwo bin und ich... weiß, eben musste ich noch pinkeln, aus irgendeinem Grund kann ich jetzt nicht mehr so in öffentlichen Toiletten oder so, dann kann ich mich nur dazu bringen zu pinkeln, wenn ich ans Zähneputzen denke. Okay. Das ist aber bei mir auch so. Habe ich das nicht schon mal erzählt? Nee, ich glaube nicht. Weil ich immer gleichzeitig, also wenn ich Zähne putze, gehe ich meistens dabei kurz auf Toilette. Ja, so einfach abends, die Abendroutine so. Ja, das hab ich genauso, Johnny. Johnny, wir sind die gleiche Person. Das ist nicht normal. Du putzt dir jetzt Zähne, wenn du auf dem Klo sitzt? Nein, ja, erstmal gehe ich aufs Klo und dann putze ich die Zähne. Nee, ich putze die Zähne. Ich fange an, Zähne zu putzen, dann merke ich, ich muss pinkeln. Das passiert sehr oft und dann gehe ich einfach währenddessen. Ja, genau. Ja, also ich doch. Ich überlege gerade. Ja. Also ich habe nichts, was mir beim Pinkeln hilft. Und das ist so das Einzige, weil... Das macht halt auch Sinn, weil ich das wirklich damit assoziieren kann. Ja, und danach gehe ich halt in der Regel immer schlafen. Also ist das so die komplette Abendroutine. Und in die Nähe einer Toilette zu kommen, generell, muss ich manchmal plötzlich pinkeln. Ja, das habe ich nicht. Wenn ich auf dem Nachhauseweg bin, von der Schule vor allem, dann muss ich manchmal so krass pinkeln und dann ja, war das schon... Ja, das habe ich auch immer. Dann war das schon wieder weg. Von der weg. Schule kommt, einfach wenn man von der Schule kommt, so automatisch, so auch ja, so Routine. Und dann war das aber schon wieder weg, das Gefühl, aber umso näher ich meinem Haus kam, umso unaushaltbarer wurde es plötzlich.
Weil mein Körper einfach wusste, du musst nur noch diese Tür aufschließen und dann kannst du es endlich loswerden. Und dann war ich da so mit dem Schlüssel. Ah, geh auf! Das ist uncool. Vor einer Minute war das doch noch nicht so krass. Jetzt mach die scheiß Tür auf. Wisst ihr, was ich auch nie wirklich nachvollziehen konnte? Sprech, wenn Leute sich so anstellen, so, wenn man vom Kack redet, dann sagen sie so, no, ich esse gerade was! Dann denke ich mir so, ja, übertreib's nicht. Alter, ihr habt den Hauf jetzt nicht ins Gesicht gedrückt. Wenn man gerade den schlimmsten Durchfall seines Lebens hat, dann habe ich auch nichts dagegen. Beim Essen habe ich schon Respekt vor Gesprächsthemen. Ja, aber nicht, ich würde jetzt so auch nicht am Essenstisch mit meinen Eltern, aber so will ich mich auch nicht hinstellen und sagen, wisst ihr, was ich gerade hab? Nee, ich meine jetzt Durchfall. Gar nicht von Manieren. Ich meine gar nicht von den Manieren her. Erinnerst du dich an meinen Namen? Oh shit. Fick dich, Johnny. Du kanntest den, oder? Nein. Wir haben mit dem geredet. Ja, haben wir. Und jetzt hat er gefragt, ob wir uns an seinen Namen erinnern. Fuck. Ja. Was? Hör das nicht? Wie konnte ich so einfach besiegt werden? Der Witz ist, er hat den Namen nie genannt. Ja. Und deswegen denkt er sich so, was? Das geht doch gar nicht. Wie ist das nur möglich? Was hat er denn beim ersten Mal gesagt? Keine Ahnung, er hat gesagt, ich bin der heiße Irgendwas-Typ. Ich habe nicht aufgepasst, wahrscheinlich habe ich währenddessen irgendwas anderes gemacht. Wie heißen die nochmal, Patty und Bratty? Ja. Patty und Selma, ja.